Aber jetzt fürs Erste. Gucken wir erstmal in reale Irrsinn rein. Grasalarm in Dresden. Also, wenn ich jetzt nicht wüsste, um was es geht, würde ich erstmal sagen, es geht wahrscheinlich um Drogen. In der Realität stehen wahrscheinlich irgendwo drei Grashalme und irgendwem passt's mal wieder nicht. Mal gucken. Die Elbe in Dresden fließt in geordneten Bahnen. Doch direkt daneben spielen sich schier unvorstellbare Szenen ab. Wildwuchs. Da geht's schon wieder los, ne? Hier steht, Alter, so Mini-Pflänzchen, Alter, Leute. Wieso ist denn jetzt schon wieder eine komplette Folge über den Furz da? Am Körnerweg. Gemeingefährlich. Verursacher sind Hast du die verantwortungslose Lautstärke Anwohner schon, wie oder? Ja. Herr Zabel. Das kann die Stadt nicht durchgehen lassen und hat ihm einen Brief geschickt. Wir hatten ja erst letzten Stream jemanden, der vor seinem Haus irgendwie so zwischen den Rinnen das Gras wegmachen musste. Sonst hätte der 500 € Strafe zahlen müssen, während der komplette Rest der Stadt vollgewachsen ist von dem Zeug. Aber explizit diesen einen Anwohner haben die damit gemobbt. Also mal gucken, haben die sich jetzt wieder einen rausgesucht, der dumm genug aussah, um jetzt da die Scheiße wegzumachen, oder was? Am 27. Juli wurde bei einer Vorortbegehung festgestellt, Wo ist der Chat? Hier, da ist er doch. Was? Was stellt denn hier für Fragen? dass von den in unmittelbarer Nähe zum öffentlichen Verkehrsfläche befindlichen Anpflanzungen, in Klammern Bäume, Sträucher, auf ihrem oben genannten Grundstück Austriebe, Äste und Zweige in den öffentlichen Verkehrsraum hereinragen. Hier ist ein. Warte mal. Also, das hieß jetzt quasi von seinem Grundstück in den öffentlichen Verkehrsraum. Also, jetzt gerade ihm bei ihm im Hintergrund, auch der Schotter nach. Das ist irgendeine fette Mauer. Wohnt der in der Mauer? Wieso ist das hier sein Gebiet? Und gehört dem dieser kleine Grünfurz da auf dem Weg zur Straße, oder was? Austriebe, Äste und Zweige in den öffentlichen Verkehrsraum hereinragen. Hier ist Eile geboten, denn es ist eindeutig Aber Gefahr auf der anderen Seite ist doch Wasser, hä? im Verzug bei dem Bewuchs, der von Zabels Grundstück ausgeht. Es gibt keine Bäume, keine Anpflanzungen, keine Büsche. Ich habe hier ein paar klägliche Grashalme. Alter, das hat schon wieder krass, ne? Da kriegst du schon wieder ein Anschreiben, ne, von der Gemeinde wegen dem da. Wegen dem da, was ihr da seht. Holy shit, Alter, wie unnötig. Und genau um die geht es. Die Und die in der, hier, die sind auch welche in der Wand. Sind die in der Wand auch ein Problem? Ragen die auch in das Verkehrsgeschehen der Stadt? Stadt liefert auch die Beweisbilder, die. Warum schreibt ihr denn jetzt alle saftiger Bart? Dankeschön. Weiß nicht, was mit dem Thema hier zu tun hat. Direkt mit. Ich wollte mich wirklich vergewissern, ob das, was ich auf dem Foto gesehen habe, wirklich gemeint ist, weil ich konnte es mir beim besten nicht vorstellen. Da hat mir die Sachbearbeiterin bestätigt, dass genau dieses Gras mit diesem Schreiben gemeint ist. Da war ich sehr verwundert. Zabel will zunächst Es ist halt einfach nur eine Frechheit, ne? Gras über die Sache wachsen lassen, aber nicht mit der Stadt Dresden. Wir fordern Sie auf, als Eigentümer des oben genannten Grundstückes, den in die öffentliche Verkehrsfläche hereinragenden Überhang unverzüglich zurückzuschneiden. Dass man das überhaupt Überhang hier irgendwie nennen kann, was? Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Na, viel. Saftiger Bart besser als Orangensaft. Also, während den Reacts gucke ich jetzt auch nicht durchgehend in den Chat, ne, was ihr da so macht. Aber da ergibt sich gerade hier irgend so eine Bewegung, die ich gerade nicht nachvollziehen kann. Vielleicht gefälligst mal tätig werden. Sonst setzt es vom Amt eine deftige Geldstrafe. Wie Bis zu viel? fünf. 500 €, guck mal, da sind sie wieder. Das ist hier scheinbar genormt in Deutschland, ne? Wenn du deine drei Blümchen nicht wegmachst, dann kommen die mit 500 € um die Ecke. Hatte ich gerade schon gesagt, vom letzten 100 Euro. Video. Durch das von Ihnen unterlassene Einkürzen des Überhangs ist ein gefahrloses Passieren des Gehwegs für Fußgänger nicht mehr gewährleistet. Gefahrloses Gehen nur hier für Fußgänger ist nicht gewährleistet. Willst du mich komplett verarschen? Also ich meine, sie können ja einfach nett fragen, so, hey, kannst du dein Grünzeug wegmachen? Aber diese Begründungen sind halt schon wieder komplett Kacke. Damit wird die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht mehr gesichert. Ich komme mir vor wie ein Verbrecher. Schuldbewusstsein ist der erste Weg zur Alter, was ist das überhaupt für ein fetter Gehweg, Junge? Da können 10 Leute nebeneinander laufen. Also da gibt's halt jetzt echt keine Probleme. Vor allem die andere Seite ragt doch mindestens genauso stark rein. Also guckt euch mal hier die Seite an, ne, wo mein Greenscreen aufhört. Also das hängt jetzt nicht weniger über als von der anderen Seite, oder? Aber das linke gehört wahrscheinlich der Stadt und deswegen juckt's die nicht, weil da können sie keinen für verantwortlich machen. Sicht. Nicht auszudenken, wenn hier jemand stolpert. Vorsicht! Oder einfach nicht.
Oder dieses Schild da. Und dieses Schild ist ja eine Gefahr für die Allgemeinheit. Guck mal, wie weit das hier in den Weg reinragt. Nicht mehr durchkommt bei dieser unfassbaren Enge, die durch das üppige Grün von Zabels Grundstück entsteht. Endlich tut Zabel, was ein verantwortungsvoller Bürger tun muss. Ich tue jetzt meine gesetzliche Pflicht zur Reinigung und Gefährdungsverhinderung. Vor allem, das musst du halt echt nur rausreißen. Das ist halt echt ein Ding. Das ist halt in 2 Minuten gemacht. Also da hätten die von der Gemeinde auch hinfahren können, hätten sie einfach selber machen können. Hier ist schon mal alles gesichert. Ah, aber was ist mit der anderen Seite? Sie sehen auf dieser Seite, das gehört der Stadt. Ja, das gehört der Stadt. Guck mal, wussten wir es doch. Weil da sieht's halt aus wie Scheiße, ne? Aber die dürfen das. Hier auch die Bäume und so. Da ragen dann auch mal Bäume rein. Ah, sind Gebüsche? Aber die sind natürlich nicht so gefährlich wie das Gras. Deshalb hat ja auch Herr Zabel das Schreiben bekommen. Die Stadt hätte das an sich selbst schicken müssen. Das ist jetzt aber kleinlich. Frag nicht, was Dresden für dich tun kann. Frage, was du für Dresden tun kannst. Das machen wir gleich mit. Könnt ihr auch jemand stören? Oder sich den Kopf stoßen? Ja, bei diesem Gemeinde. Ich frage mich, wenn er das an der Wand nicht weggemacht hätte, ob die dann hier für diesen Löwenzahn hier nochmal ein Schreiben losgeschickt hätten. Das wäre schon auch geil gewesen. In gefährlichen Gras weiß man nie. Jetzt läuft wieder alles in geordneten Bahnen an der Elbe. Alter, geil. Hallo. Das ist noch dümmer als das letzte Mal, weil das letzte Mal war zumindest irgendwie so Gras wirklich im Gehweg drin. Aber das war halt einfach nur daneben und wirklich so. Das, was die Stadt macht, war wirklich 2 Meter davon entfernt. Alter,